Hallo, schön, dass du hier bist. Wir gehen heute zum Sportplatz. Da wird nämlich gerade der Hüpfburgen-Funpark aufgebaut. Und in diesem Jahr machen wir das erste Mal dort einen Gottesdienst. Komm mal mit, guck dir das an, das ist ganz spannend. Die ganzen Sommerferien über sind da unzählig viele Hüpfburgen aufgebaut. Das ist der größte Hüpfburgen-Funpark der Schweiz, wenn nicht sogar der ganzen Welt. Und das ist eine tolle Gelegenheit für alle Leute, die jetzt nicht in die Ferien fahren. Da können die nämlich dann einfach hinfahren und den ganzen Tag hüpfen und hopsen und springen, Wasserrutschen, runterrutschen und andere schöne Dinge machen. Und für die Erwachsenen gibt es eine tolle Lounge, wo man sich dann auch was zu essen holen kann. Soll lecker sein, habe ich gehört. Werde ich mal ausprobieren. So, jetzt gehen wir das alte Friseurgässchen hier runter. Nebenan war früher der Friseur, jetzt steht das leer. Muss ein bisschen aufpassen wegen der Stufen. Und jetzt sind wir an der Hauptstraße, da wird der Ton dann schlecht. So, jetzt auf der anderen Seite der Straße geht es vielleicht wieder etwas besser. Allein der Weg zum Hüpfburgen-Funpark ist eigentlich schon ganz schön. Der geht an unserer historischen Dorfkulisse vorbei. Hier dann gleich über eine wunderschöne alte Brücke an der ehemaligen Mühle in Bühler vorbei. Da kann man noch den Kirchturm sehen, 1828 mit wunderbarer Zwiebel gebaut. Vorher hatten wir auch so einen Spitzenturm wie in den Nachbargemeinden in Teufen und Geis, aber der war dann irgendwann baufällig und da mussten sie den abreißen und dann entsprechend der Mode der Zeit ist ein Turm entstanden mit einer Zwiebel. Und eine neue Glocke gab es dann auch dazu. So, hier kann man jetzt die alte Mühle sehen. Und jetzt gehen wir noch runter hier in so einer kleinen Gasse und dann über eine Brücke, die mal gebaut worden ist von jungen Zimmermännern. Weiß nicht, ob eine Zimmerfrau auch dabei war. So, da sieht man den Rotbach. Geht auf der anderen Seite der Brücke natürlich weiter, klar. Das schönste Handwerk stolz und frei ist und bleibt die Zimmerei. Wer wollte dem widersprechen? Schöne Brücke. So, das ist jetzt der Hüpfburgen-Funpark in Büder. Ein erster Eindruck. Noch liegen die ganzen Hüpfburgen einigermaßen luftleer hinter mir, ganz schlapp und lasch und überhaupt nicht einladend. Aber sobald da Luft drin ist, wird das eine ganz prima Sache und man kann springen. Als wir das überlegt haben, hier einen Gottesdienst zu machen, da ist mir natürlich sofort Tiersteegen eingefallen. Luft, die alles füllet, drin wir immer schweben, aller Dinge Grund und Leben. Das ist wahrscheinlich tatsächlich das, was Gott ausmacht. Er ist die Luft, die uns leben lässt. Er durchdringt uns bis in die letzte Zelle. Im Endeffekt bestehen wir ja großmehrheitlich sowieso nur aus Wasser und Luft und all den Zwischenräumen zwischen den ganzen anderen Teilen, die uns zusammenhalten. Aber ohne Luft, das wissen wir alle, ist alles nichts. In diesem Lied Gott ist gegenwärtig, in der vierten Strophe, da sagt Tiersteegen dann ja auch diesen bekannten Satz, ich in dir, du in mir. Und das spiegelt ja so ein bisschen von dem wider, was Luft ausmacht für uns. Und genau so, wie wir die Luft zum Atmen brauchen, ist es letztlich Gott, der uns das Leben schenkt und uns leben lässt. Und wenn dann so eine Hüpfburg tatsächlich aufgefüllt ist mit Luft und ganz stolz und aufrecht in den Himmel ragt, da kann man da ganz viele Kinder sehen, die sich sehr, sehr freuen und die ganz viel Spaß haben und die springen und hüpfen und gumpen, wie das hier im Appenzellerland heißt. Manchmal, wenn ich die dann so am Springen sehe, dann denke ich, das ist vielleicht auch ganz ähnlich so wie die Engel.
Du weißt, warum Engel fliegen können? Weil sie sich leicht nehmen. So, neben mir sitzt jetzt Hans-Jörg Freund. Der ist quasi der Erfinder des Hüpfburgen-Funparks in Bühler. Hans-Jörg, wie seid ihr damals drauf gekommen? Wir sind im Engadin gesehen und haben da gesehen, in einer kleineren Ausführung, der Brüder von mir, der Peter und ich, und haben gefunden, das ist so cool, da müssen wir in Bühler holen. Das ist eine großartige Idee, oder? Wie viele Leute kommen denn ungefähr so jedes Jahr vorbei? Kannst du das sagen? Ja, die letzten paar Jahre haben wir im Schnitt so zwischen 5.000 und 6.000 Leute innerhalb von diesen 3 Wochen. Okay, das ist beachtlich. So viel schaffen wir in der Kirche selten in 3 Wochen. Aber wir haben auch nicht jeden Tag Gottesdienst, muss man fairerweise sagen. Und in welcher Trägerschaft ist das? Das sind Vereine. Der eine Verein ist der Meh Bühler, der da organisiert, die ganze Werbung macht und betreibt. Der zweite Verein ist JKMI, Sommerlager, der aufbaut und wieder abbaut. Und der dritte Verein ist der FC, der die ganze Gastronomie macht und damit die Jugendabteilung finanziert. Dann habt ihr das ja innerhalb des Dorfes total breit abgestützt. Das ist ja hervorragend. In dem Verein Meh Bühler, die uns betreiben, das sind über 20 Familien aus dem Bühler und der umliegenden Gemeinde. Also eine riesige Sache und alle mit Liebe und Seele dabei. Super. Und dieses Jahr dürfen wir hier Gottesdienst feiern. Das ist auch ganz toll. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank. Der Gottesdienst ist Sonntag um 8:45, wenn ihr mit dabei sein wollt. Ungewöhnliche Zeit und es könnte etwas kalt werden. Nehmt euch eine Jacke mit. Wir sitzen unter Dach im Zelt. Ach so, und wenn schlechtes Wetter ist, dann geht das hier draußen mit den Hüpfburgen natürlich nicht. Aber dafür sind dann ganz viele weitere Hüpfburgen aufgebaut in der Turnhalle. Und dann könnt ihr einfach dahin gehen und da im Trockenen hüpfen. Macht auch Spaß, keine Frage. Und bis wir uns wiedersehen, bleibt gesegnet. Gottes Licht leuchtet in dir. Oh, my God.